Servus, liebe Zuschauer, und schön, dass Sie auch bei unserem zweiten Gäubodenvolksfest-Talk heute wieder mit dabei sind. Und ich habe jetzt einen Mann zu Gast, der ganz genau weiß, wie wichtig das Thema Ehrenamt ist, und zwar den Stadtbrandrat von Straubing, den Herrn Bachel. Ich würde sagen, stoßen wir mal an zu Beginn. Sie wollten erwähnen, was ist das für Maß? Das ist unbedingt der alkoholfreie Maß, war nicht, dass meine Kollegen sagen, jetzt fangt ihr in der Frische zum Trinken an. Genau, ganz wichtig. Ja, Herr Bachel. Zuerst mal zu Ihrer persönlichen Geschichte. Wie sind denn Sie zur Feuerwehr gekommen? Ja, zur Feuerwehr bin ich gekommen in meinem 15. Lebensjahr. Ich war davor bei der Wasserwacht. Da hat es zwar schon ein paar Einsätze gegeben, aber haben wir gedacht, das ist doch ein bisschen wenig. Und wie es der Teufel haben wollte, hat damals die Feuerwehr auf der Ostbayernschau einen Stand gehabt. Da bin ich vorbeigekommen und ja, das hat mich so begeistert, diese Arbeit, dass ich dann die Woche drauf zur Feuerwehr gegangen bin und seitdem bin ich bei dem Verein dabei. Und Sie haben es ja vorher gesagt, Sie haben es auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen quasi, oder? Ja, nicht ganz die ganze Geschichte. Ich habe ein bisschen in die Wiege das bekommen, weil mein Vater war auch in einer großen Personalverantwortung. Und ja, jetzt habe ich fast 300 Leute in der Verantwortung und das ist auch schon eine herausfordernde Aufgabe, aber auch eine sehr, sehr schöne Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und Sie sind ja jetzt seit ungefähr 3 Jahren Stadtbrandrat. Ich stelle mir das persönlich extrem schwierig vor oder stressig, den Job. Wie meistern Sie das quasi, dass Sie immer rund um die Uhr quasi bereit sein müssen, auszurücken? Ja, das ist eine Gewohnungssache, muss man auch ganz ehrlich sagen. Außerdem habe ich einen sehr, sehr guten Stellvertreter, der mich mal entlastet, wenn ich mal wirklich mal Ruhe haben möchte. Aber ansonsten ist das seit meinem 15. Lebensjahr gang und gäbe, dass ich den Piepser dabei habe, dass wenn das Ding zu piepsen anfängt, ich ausrücke. Ja, und die Familie ist es auch nicht anders gewohnt. Also, business as usual bei uns. Was macht denn für Sie das besondere Feuerwehr aus quasi? Warum machen Sie das überhaupt? Es ist tatsächlich das, das hört sich immer wieder dumm an, aber es ist tatsächlich so, man möchte einfach Leuten helfen. Das ist genauso wie beim Rettungsdienst, beim THW, alles eigentlich, wo im ehrenamtlichen Bereich da bei uns was macht. Man möchte jemandem helfen, der in Not geraten ist und sei es eine Kleinigkeit, weil Bienen rumschwirren oder weil er Ölfleck ist oder weil er die Tür nicht mehr aufbringt, bis zu großen Sachen, Verkehrsunfällen, Bränden und so weiter. Es ist einfach wirklich unsere Intention, dem Nächsten zu helfen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren einiges erlebt oder in der gesamten Zeit bei der Feuerwehr. Wo war denn so der emotionalste Einsatz, wo Sie sagen, der bleibt Ihnen am meisten Gedanken? Ja, es ist und das ist einfach das Rathaus. Da brauchen wir gar nicht diskutieren um die Sache. Eines der größten Feuer in der Geschichte der Feuerwehr Straubing, das natürlich auch ein Wahrzeichen von Straubing betroffen hat. Da brauchen wir gar nicht reden, das ist die Nummer 1. Aber es hat viele, viele andere Sachen auch gegeben. Sei es das Jugendzentrum, sei es Verkehrsunfälle. Also wirklich die ganze Bandbreite. Sei es aber auch Kleinigkeiten, die dann auch einmal wirklich lustig gewesen sind. Wir haben ja wirklich eine ganze Bandbreite, die wir da abhandeln müssen. Und zum Thema Nachwuchs noch. Man hört ja immer wieder, dass quasi der Nachwuchs bei der Feuerwehr sehr sperrig ist. An was liegt das, glauben Sie? Und an was kommen wir dagegen da vielleicht? Ja, ich muss jetzt gleich dreimal klopfen, auf Holz klopfen. Die Sache bei uns in Straubing ist das Gott sei Dank nicht so. Wir haben derzeit 36 junge Mädchen und Jungs bei uns in der Jugendfeuerwehr. Also das läuft bei uns sehr, sehr gut. An was es nicht liegt, vielleicht woanders. Es ist einfach diese Bandbreite, die junge Leute heute haben. Von einem Fußballverein angefangen und so weiter und so weiter. Und mein Bub beispielsweise, der ist jetzt 16 Jahre, der ist mit 12 Jahren zur Jugendfeuerwehr natürlich gegangen. Und dann ist er da in der Schule auch ein bisschen von der Seite angeredet worden. Bist du blöd? Formuliere jetzt einmal so lasch einfach, warum willst du dir sowas antun, warum magst du sowas, dass du um 3 in der Früh, wenn es dann einmal ausrücken darfst, da aufstehst, wenn es schneit und regnet und Arbeit tust, die keiner machen möchte oder wo keiner da ist dafür. Vielleicht ist das ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, dass sich sehr, sehr viele Leute zwar schon auf den Staat oder auf die Kommune berufen, die muss mir helfen, wenn irgendwo ein Problem ist, aber selbst dazu nicht bereit sind, das zu machen. Und unser System funktioniert dann einfach auf diesem System der Ehrenamtlichkeit. Wenn das nicht mehr wäre, wenn wir das zahlen müssten, dann wären das Millionenbeträge, die auf den Steuerzahler da jährlich ja, auf ihn zukommen würden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sollte sich vielleicht der ein oder andere doch einmal einen Kopf drüber machen, auch bei der Gewalt gegen Einsatzkräfte. Das ist jetzt ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt.
und sagen, diejenigen, die kommen, mir zu helfen teilweise, dass ich die Saut umrede, dass ich teilweise sogar körperlich angehe, also das funktioniert überhaupt nicht, die ganze Geschichte. Wir kommen, um jemandem zu helfen, und uns ist es vollkommen egal, ob was für Hautfarbe der hat, was für einen Glauben der hat oder sonst irgendetwas. Es ist ein Mensch, der ein Problem hat, und dem helfen wir. Kriegen Sie das dann in Straubing, weil Sie dieses Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte auch mit, speziell vielleicht auch am Volksfest, wo jetzt vielleicht ganz schön viele Besucher sind und so, also merken Sie das da verstärkt? Also wir als Feuerwehr tun uns da verhältnismäßig einfach, weil wir kommen immer in einer größeren Gruppe nachher. Also bei uns sind mindestens 9 Mann, die da herkommen nachher, und gegen einen neuen Feuerwehrler ist dann vielleicht schon ein bisschen schwieriger da aufzutreten. Aber die Kollegen vom Rettungsdienst oder auch von der Polizei, vom Rettungsdienst ist von Freitag auf Samstag zum Beispiel ein Fahrzeug von denen traktiert worden, von jemandem, wo ich ganz einfach sage, Leute, das geht nicht, das funktioniert nicht. Alles klar, dann sage ich Dankeschön, dass Sie da waren und Dankeschön fürs Gespräch, und dann stoßen wir nochmal an. Prost! Mit alkoholfreiem Bier.